Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir basteln heute weiter hier an dem neuen Fahrgeschäft. Unsere wunderschöne Tropenblume, die hier mitten auf dem Boden sitzt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier die Steine lassen möchte oder ob ich nicht hier den Holzboden gerne hätte. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, ich fände den schöner. Haben wir hier nicht auch Holz gehabt? Ja. Guck mal, ich glaube, ich finde das mit dem Holz zumindest auf dem Bereich schöner und dann kommt man da auf den Weg. Ja, doch, ich glaube, das finde ich gut. So, dann gucken wir jetzt, wie wir hier drum herum bauen, was wir da Schönes zur Verfügung haben. Ich gucke gerade immer mal so auf meinen Zweitbildschirm. Wegen dem Rechner, da habe ich so ein bisschen laufen, wie die CPU aussieht und der Arbeitsspeicher und so. Ich habe ja die Tage schon erwähnt, dass mir das Spiel öfter mal abgeschmiert ist. Zum Glück aktuell gerade wieder nicht während der Aufnahme. Oh Gott, aber es leckt schon wieder so. Das ist meistens ein Anzeichen, dass er gleich aufgibt. So, was nehmen wir denn da jetzt? Wäre natürlich interessant, aber du bist zu klein. Das könnte man nehmen. Wäre eine Option. Oder? Das Rot da unten stört mich, aber ich weiß nicht, ob man das kaschieren kann. Wann das irgendwie los wird. Das haben wir doch auch in Kürze, ja. Okay, da müssen wir uns dann was anderes einfallen lassen, aber die beiden würde ich dann erstmal so hier hinsetzen. Ja. Glaube, das ist ganz cool. Wir das jetzt hier einmal drumherum ziehen. Die Leute freuen sich auf jeden Fall, die haben Spaß hier dran. Ist halt auch einfach, ne? Wenn man das jetzt hier so drumherum machen kann. Ich glaube nicht, dass wir unten dieses Rote farblich ändern können. Da müssen wir gleich mal gucken und ausprobieren. Ich glaube aber nicht, weil das stört mich noch so ein bisschen, dass das hier so durchguckt. So. So, komm, haben wir gleich geschafft, haben wir gleich geschafft. Das sieht gut aus. Ich finde, das war echt eine schöne Idee, den hier hinzusetzen. Ja.
Wo ist der Pfeil da? Stückchen müssen wir noch rum. Aber dann haben wir es geschafft. So, da sind wir sehr weit von weg. So. Okay, ja, hier müssen wir dann gucken, ob wir den Boden vielleicht ein bisschen anheben. Weil das doch ganz schön am Schweben ist. Hat jemand Spaß? Aber wie gesagt, ich bin als Kind auf Kirmes auch immer sehr gerne mit dem Ding gefahren. Das stand jedes Jahr bei uns auf der Kirmes. Und da musste mindestens einmal dann mitgefahren werden. Sieht zwar recht langweilig und unspektakulär aus, aber macht echt Spaß. So, da sind wir wieder weit weg, noch ein Stück zu drehen. Gleich sind wir rum. Das ist schön mit dem Holz. Doch. Doch, das sieht gut aus. So. Da haben wir's. Ach, guck mal, wie perfekt das passt. Hallöchen. Sehr gut. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Und hier unten den Bereich, vielleicht können wir dieses Rot kaschieren durch Bepflanzung. Das ist noch eine Sache. Ich wollte aber jetzt mal gucken, ob wir das einfärben können. Ne, hier haben wir sonst nichts Rotes mehr, ne? Das hier sind halt die Dinger. Ich dachte vielleicht hier mit dieser Betreiberfarbe oder so, aber nee. Okay, da muss das leider so bleiben. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir das Glück und können hier mit Bepflanzung das Ganze kaschieren. Ich muss jetzt natürlich da oben nicht reinglitschen. Nee, der zweite da, den sehe ich nicht. Du bist noch höher, ne? Ja. Das würde gehen. Das würde tatsächlich gehen. Ich hab gerade wieder so ein bisschen Panik, ne? Weil es sehr laggy wird. Wie gesagt, kurz bevor der Rechner abgeschmiert ist immer, wurde es sehr laggy. Pflanzung, guck mal, das sieht doch hübsch aus. So, dann können wir, was haben wir denn dann noch benutzt? Das ist eigentlich eher alles so bei bei Bäumen gewesen. Hier sowas. Hier hatten wir uns ja richtig ausgelebt. Der... Doch, das ist sehr hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Hier können wir es eher wahrscheinlich nicht so gut kaschieren. Außer wir nehmen vielleicht Steine. Oder diesen Strandbusch. Und Steine. Ne, das sind die Laubdinger. Ich brauche schon, wenn die Tropendinger... Könnte auch funktionieren, ne? Zumindest so stückweise. Jetzt nicht unbedingt einmal rundrum, aber hier so ein Stückchen. Da können wir das auf jeden Fall nehmen zum Kaschieren. So, dann hier vielleicht nochmal. So, sehr gut.
Ach so, noch Liesen aus China. Das Ganze jetzt dann noch ein bisschen begrünen. Hier der Leckkampf vom Speichern. Ich kriege echt Paranoia hier. Das ist ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich, dieses... Oh Gott, ist es jetzt wieder soweit? So. Sehr hübsch. Sehr, 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 sehr hübsch. Gut. Das sieht doch gut eingearbeitet aus hier. Hier können wir natürlich noch ein bisschen was machen. Die Mauer so abgrenzen. Ja, ruhig hier so recht überwuchert sein. Da bist du da zu riesig. Du könntest da tatsächlich zu riesig für sein. Hier so einen kleineren. Einen roten Busch vielleicht nochmal für ein bisschen Farbe. Dann nochmal in der Baumsektion. Hier mitarbeiten. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht man den da unten nicht mehr, ne? Guck mal hier. Ne, den da. Den würde ich gerne verschieben. Dankeschön. So. Ach, das ist okay. Das ist doch okay. Vielleicht noch ein bisschen Gras auf dem Boden. Das hier. Ja. Ja, besser. Sehr schön. Okay. Dann, passt das schon mal sehr gut. Was sagt denn hier die Szenerie-Warte? Ach, guck mal, 100% Warteschlangenbewertung schon. Ja, Mensch, läuft bei uns. Viele wollen damit fahren und finden, dass es sehr günstig ist. Aber ich finde, 8 ist echt okay erstmal, ne? 8 ist doch erstmal okay. Wir machen mal weiter hier mit der Brücke. Ich glaube, hier können wir noch einen ruhig hinsetzen. Wenn ich mir das gerade so angucke aus der Ferne. So. Einfach nur, um einen angenehmen Übergang hier zu schaffen. So. Und runter. Sehr gut. Vielleicht auch doch ganz bis zum Boden. Müssen wir ja nochmal in der Höhe ein bisschen basteln. Gut, aber hier können wir dann die im Boden verschwinden, auf jeden Fall mal löschen. Ne, dich brauchen wir, ne? Da brauchen wir auch alle vier, okay. Ja doch, das ist hübsch. Das ist doch hübsch. Und dann kann man das, den Zaun hier eventuell noch weiter durchführen. Komm, warte, ich mach den noch ein Stück. Ich mach den noch ein Stück. So, ein Balken nur noch. Können wir dann auch wieder einen löschen. Oh, den können wir aber auch noch drehen. Sehr gut. Was ist da schon wieder kaputt gegangen? Bouncy Kraken, okay. Oh, warte, den da unten können wir natürlich auch löschen. Ich finde das schön mit dem Ding da hinten. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut.
Okay, hier könnten wir jetzt tatsächlich dann auf den Boden gehen. So, dass der auf dem Boden ist. So. Und dann wird das hier so ein bisschen das Geländer. Den weg. Dankeschön. Perfekt. Okay. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und hier außen kommt dann halt noch Bepflanzung dran. Und hier müssen wir dann gucken. Bis wohin geht denn das Wasser? Bis da. Okay. Hier müssen wir dann noch gucken, wie wir das hier... den Übergang da noch schaffen mit der Brücke. Das wird dann auch noch spannend. Ich fange jetzt aber mal an hier oben. Oder fangen wir unten an? Dass wir da auf einer Höhe sind. Hä? Ja, das wird jetzt lustig, ne? Das wird jetzt lustig. Das kriegen wir, glaube ich, nicht so hin. Vielleicht, Moment. Es ist sinnvoller, den hier nochmal ein bisschen so hier hinzulegen. Ja, ja doch, das... glaube ich besser. Ich hätte gerne das, genau. Ist das besser? Ich weiß es noch nicht. Ha. Bin mir noch nicht so sicher, ob das besser sein soll jetzt. Das sieht so komisch aus, ne? Jetzt verschiebt sie wieder alles. Wieder Katastrophe. Aber ich hätte hier, glaube ich, mehr gerne so eine innere Rundung, anstatt da dieses Bauchige, was da auf einmal entstanden ist. So. Das passt so einigermaßen. Wir uns da jetzt nicht alles wieder zerstört haben, aber es sieht ganz okay aus. Sieht okay aus. Komm mal rüber. Lassen wir erstmal so. Ich hätte aber gern einen mit Vieren, damit ich das hier besser von der Höhe habe. Perfekt. Das wird jetzt wieder fummelig. Juhu. Da dran anpassen und natürlich runterziehen. Das ist jetzt wahrscheinlich so einmal. Das sieht gut aus. Ja, jetzt heißt es wieder viel drehen. Und dich brauche ich, glaube ich, gar nicht drehen. Du bist schon okay so. Drehen und schieben. So. Dich brauche ich auch noch gar nicht so wirklich drehen. Jetzt muss ich aber jetzt zwei hoch machen. Ah. Aber dich muss ich jetzt drehen. Offensichtlich. So. So, nee, hoch ist schon richtig. Aber wie weit? Einer? Nee, ich glaube, hier müssen wir auch zwei hochgehen. Ja. Na gut. Dann arbeiten wir uns jetzt mal hier hoch. Dann müssen wir uns überlegen, wo blocken wir wirklich den Boden ab? Wo nicht?
War das zu weit? Nee, das war okay so. Einen hoch. Ja, reicht. Wo gehen wir halt hier bis zum Boden? Wo lassen wir Lücken zum Durchgucken? Wir müssen natürlich eine lassen hier für die Warteschlange, dass die Leute da durchlaufen können. Reicht da wieder einer? Nee. Und dann auch wieder zweimal hoch. So. Vielleicht so ein Millimeter drehen. So ein ganz kleines bisschen. Nicht viel. Nur so ein Stückchen. Sehr gut. Speichert er wieder. Sehr gut. Oh, wir haben noch ein Stückchen hier vor uns, ne? Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Aber das Geländer sieht doch jetzt schon mal sehr gut aus. Also die Brücke finde ich super. Es kann sein, dass das hier ein bisschen zu eng wird. Das müssen wir dann mal beobachten, wenn der nächste Zug kommt. Das könnten wir mal eben jetzt machen, während der Abmod. Das hier, finde ich, ist sehr cool geworden. Da freue ich mich drüber. Das hat da eine sehr gute Daseinsberechtigung. Mehr Fahrgeschäfte heißt mehr Geld. Wobei wir da im Moment echt nicht mehr zu meckern haben. Auch wenn wir monatlich sehr große Miese machen, verstehe ich nicht so ganz, wie wir dann so viel Geld anhäufen konnten. Aber okay. So, wir gucken mal eben, ob das hier passt. Sonst müssen wir da vielleicht doch nochmal ein bisschen was umschieben. Bevor wir jetzt die ganze Brücke machen und dann heißt es am Ende, nee, ist zu eng. Ist knapp. Ist schon sehr, 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 sehr knapp. Da müssen wir dann vielleicht doch nochmal gucken. Der Rest passt aber. Das gefällt mir. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge hier weiter um diese Brücke und hier um Bepflanzung, Warteschlangengestaltung etc. pp. Dann bedanke ich mich hier recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli!